Ärger nach Trump-Äußerung, Mangel an kultureller Sensibilität. Stand 28.11.2017, 7.08 Uhr Seitenanfang. Pocahontas ist zwar eine historische Figur, aber eben auch der Titel eines Disney-Films. Dass US-Präsident Trump eine demokratische Senatorin so bezeichnete, dürfte also abwertend gemeint sein. Anlass der Äußerung: ausgerechnet eine Ehrung von Navajo-Veteranen. US-Präsident Donald Trump hat mit einem Witz über die Senatorin Elizabeth Warren für Empörung gesorgt. Gerichtet an Navajo-Kriegsveteranen sagte er im Weißen Haus: sie waren hier, lange bevor irgendjemand von uns hier war. Allerdings haben wir eine Vertreterin hier im Kongress, die angeblich auch schon vor langer Zeit hier war. Sie nennen sie Pocahontas. Der spöttische Vergleich mit der bekannten Häuptlingstochter Pocahontas, die auch Titelfigur eines Disney-Films ist, zielte auf Warren ab, die nach eigenen Angaben indianische Vorfahren hatte. Trump hatte sie schon mehrfach als Pocahontas bezeichnet und war dafür von Indianerstämmen kritisiert worden. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren gibt an, Navajo-Vorfahren zu haben, das ist aber umstritten. Trump-Sprecherin kritisiert Warren. Seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte: nicht Trumps Aussagen des Präsidenten seien beleidigend, sondern die von Warren über ihre angeblichen Ahnen. Sie verstehe nicht, warum die Medien nicht mehr darüber berichteten. Ich glaube, die meisten Leute finden es beleidigend, dass Senatorin Warren über ihre Herkunft lügt, um ihre Karriere zu befördern. Trump ehrte Navajo-Indianer, die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der USA mit einer einzigartigen Code-Technik auf Basis ihrer eigenen Sprache kämpften. Die sogenannten Code-Talker gelten in den USA als echte Kriegshelden. Rassistischer Beigeschmack. Die Navajo erklärten, die Äußerung Trumps sei ein Beispiel für seinen Mangel an kultureller Sensibilität. Aus dem Streit zwischen dem Präsidenten und der Senatorin wollten sie sich jedoch heraushalten. Alle Stammesnationen kämpften immer noch gegen unsensible Äußerungen gegen ihre Mitglieder, erklärte der Präsident der Navajo-Nation, Russell B. Gee. Die Vorurteile stellten ein bedauernswertes historisches Vermächtnis dar. Ein Sprecher einer Indianervereinigung sagte dem Sender NBC, Trumps Äußerung habe einen rassistischen Beigeschmack. Er nutze eine historische Figur in einem abfälligen Sinn, zumal denkbar unpassend im Kontext einer solchen Ehrung. Mehr zu diesem Thema: Weltatlas USA, Ihre Meinung, meta.tagesschau.de.